Hallo und willkommen zurück zu Let's Alien Klatschen XCOM The Enemy Within. Das letzte Mal hatten wir bei diesem Gefecht genau hier Stopp gemacht. Ich habe nämlich das Spiel nicht beendet, sondern die Aufnahme. Wow, Genius. Und wir machen jetzt einfach weiter. Feuchtfröhlich, gut gelaunt, ein Lied auf den Lippen. Machen wir weiter. Es geht nach Argentinien. We're moving into Argentina next. Ja. The threat there seems to be the most pressing. Alien activity continues to surge in several major cities. Our response is crucial. Ja. Let's talk more action. Habt ihr auch die Schatten an der Unterseite von den Leuten von dem Flugzeug gesehen? Roger, Big Sky. Reading you 5x5. Strike 1 has the green light for deployment. Das ist mehrgeschossig. Ist das ein Meldbehälter oder einfach nur was Blinkendes? Einfach nur was Blinkendes. Manchmal kann man die Meldbehälter so in den Schatten, in den Fog of War, sage ich jetzt mal, ausmachen. Geht nicht immer. Aber manchmal. Diesmal wahrscheinlich nicht. Anscheinend nicht. Also gehen wir mal vorwärts. So. Wenn ihr den Sniper bewegt und noch keine Gegner habt, ist es manchmal einfach gut, ihn auf die Pistole wechseln zu lassen, weil er so ins Overwatch gehen kann. Das, auf den Sniper-Gewehr könnt ihr das nicht machen. Von daher eigentlich immer ein sehr solider Tipp, die einfach erstmal so rumlaufen zu lassen. Warum kann die so verdammt weit rennen? Machen wir erstmal vorsichtig ein bisschen. Man weiß ja nie. In die Richtung gibt es aber auf jeden Fall einen Meldbehälter. Ah. Blöde Position. So, und die machen jetzt immer mal die Fenster kaputt. Ah, Scheiße. Ich habe mich verleiten lassen vom Geruch des Melts? Glanz vielleicht? Ja, Glanz des Melts hört sich doch schön an. So ein bisschen dramatisch. Aber das nun gleich am Anfang brennen zu müssen, ist natürlich auch nicht schön. Okay, er macht seinen Brainlink da. Oh, nur auf Overwatch. Hä? Wo hat er denn hingezielt? Ah, kritischer Treffer auch noch. Das gefällt mir mal gar nicht. Mal gucken, ob es uns gelingt. Mit 78%. Tatsache. Double Kill.
Na. Wo ging der denn hin? So, du machst erstmal einen auf diesen. So, und du bist jetzt lustig. Der Typ ist ein Killer. Und das war's auch schon. Not bad. Ich überlege ihn in einen Mech zu transformieren. Na gut, dazu muss man mal sehen, das war nur easy. Aber trotzdem. Ah, das ist das Miese, dass trotz, dass ich sie geheilt habe, dass sie dann immer noch verletzt ist, trotzdem. Gefällt mir nicht. Oh, ist ja weniger als ich dachte. Einige werden sich fragen, warum hat er noch nicht seinen zweiten Satelliten gelauncht? Ganz einfach, weil ich mir den spare. Weil wenn ihr einen Satellit in die Luft schießt, dann senkt das auch zweimal. Some nut calling himself Commander Straker has been all over the news ranting about shadow operatives. Freundchen, jetzt rede ich. Ist das, senkt das zwei Punkte in eurem Paniklevel. Von daher, man muss es nicht direkt einsetzen, weil es im Endeffekt ja nur was bringt, wenn dann der Council Report eingeht, da ja dann an dem Tag wirklich das Geld für die Satelliten bekommt. Man sollte es aber so abpassen, dass die Satelliten noch wirklich in der Luft sind, wenn der Report kommt, da die, ich weiß gar nicht, wie lange die brauchen. Sagen wir mal, wenn der Power-Generator fertig ist, werde ich sicherheitshalber einfach mal einen Satelliten launchen. You're telling me we should risk the lives of our troops, so we can take one of these things alive. Yes. Without a live specimen, I'm afraid we've reached the pinnacle of what my team is able to accomplish. And how do you suggest we do this, Doctor? The autopsy I've just completed confirms that the alien's physiology is quite similar to our own. A highly concentrated electrical current delivered at close range should cause neuromuscular... Close range? And what happens if it doesn't work? Do you really think this is worth the risk? I do. We do not know our enemy. How can we hope to stop something that we do not understand? If we can capture one of these creatures alive, we may be able to communicate with it. And interrogate it. Find out what they want. Where they're operating from. Yes. That possibility outweighs all risks, in my opinion. I can construct a safe enough facility to house our captive, but I do not know how we could possibly communicate with it. Not to worry. I will see to that. All right. I'll speak to the commander. Nicht nötig. Ich habe gelauscht. So, assign your research. Wow. Dolle Wurst. We've made a number of interesting discoveries based on the autopsy results of the alien specimen you brought back. The research team is now referring to this particular variation as a sectoid, based on the unusual structure of its internal organs, which we believe to be the product of genetic manipulation. As we've seen in the field, this species also seems to harbor some sort of telepathic ability. Was eine Schweinerei.
So, unser Power Generator ist ja auch fertig. Den habe ich ja gesagt, werde ich einen Satelliten launchen. Okay. Carry on. Wir gehen hier raus, gehen in den Situation Room und launchen einen Satellite. Den Bonus mag ich. Es gibt zwar nur 100 dazu. Das wäre an sich nicht schlecht mit 180. 100. Was haben wir denn hier so? Ja, 100 ist eigentlich schon. 150 nochmal von Russland. Ach, sieht aus sogar auch mit zu Europe. Dann machen wir es mal aufs Kingdom. Den Bonus von der Region Europa haben wir schon, das Expert Knowledge, aber auch nur, weil wir unsere Hauptbasis dort haben. Von daher ist es eigentlich relativ gut erstmal woanders. Negative. That equipment should be passed on directly to the research team. erstmal auf die anderen zu stürzen. Wir können aber theoretisch auch hier hingehen, weil das ein ziemlich genialer Bonus ist, einfach mal jeweils einen Scientist und einen Engineer per Month zu bekommen. Aber also so eine riesen Anzahl an Scientists ist auch nicht zu verachten. Na, aber wir haben noch nichts in der Richtung, was den macht. Also launchen wir unseren, oder entscheide ich mich dafür, dass wir den mal hier über Nordamerika launchen. Wie ihr seht, es ist runtergegangen. Gehen wir noch in unser Hangar, hier Shiplist und Raven 2 wird wird verlegt nach Nordamerika. Braucht auch ein paar Tage. Jetzt können wir wieder rausgehen. Okay, 4 Tage braucht das. Cool. Doch nicht so lange, wie ich in Erinnerung habe. Yay! So, machen wir mal die Thin Man Autopsie. The tall one has, up until this point, been unofficially referred to as the Thin Man. Initial testing has revealed a concerted effort by the aliens to modify this specimen's genetic structure in such a way as to make it appear human. However, on closer inspection, we seem to have had some trouble concealing the eyes, which appear to be reptilian in nature. Ich glaube, dem Kerl macht das Ust Spaß, in diesen Alien-Leichen rumzuschneiden. Ist mit so einer Begeisterung dabei. So, aber egal. Was ist jetzt los? Ah! Ja. Eine Insel bezogen. The soldiers who volunteer for mech trooper augmentation sacrifice much, but they do not leave themselves entirely behind. A mech trooper will be able to apply some of the training and knowledge from his or her previous combat specialty. Und weg den Arm und Beinen. With this facility, we'll be able to build mechanized exoskeletal cybersuits, or mechs. And implant our soldiers with the cybernetic interfaces they'll need to deploy these mechs onto the battlefield. Wenn wir jetzt mal gucken, die kriegen immer spezielle Bonus-Abilities, je nachdem, was für eine Klasse sie waren vorher. Any shots taken or morning. Wow. Das ist ziemlich heftig an sich. So. Roy Burns, das war doch mein Lieblingssoldat. Den augmenten wir jetzt. Augmenten wir gleich 2 oder nur 1? Ich hätte schon Bock, noch einen zweiten zu. Zu verändern, aber gleich am Anfang noch einen zweiten. Ach nö.
lassen wir erstmal. Ich mache es gerne so, dass ich erstmal nur den einen wirklich mache und dann warte bis... Okay. Das ging schnell. The cybernetic interfaces are holding stable, but they're of no use without a cybersuit to interface with. I suggest we manufacture one immediately. When our new mech trooper equips that suit, I think you'll be pleasantly surprised with its capabilities. Das war schon krass, wa? Ich meine, wir haben dem Beine und Arme abgeschnitten. Nur damit er jetzt... Was heißt nur? Damit er jetzt so einen riesigen Mech-Suit tragen kann. Aber trotzdem, dadurch die ganzen... Dadurch seine ganzen... Gliedmaßen verloren und ist ja ein Stück weit auch nicht mehr Mensch dadurch. Na gut, seine Persönlichkeit ist natürlich weiterhin menschlich, ne? Aber trotzdem schon krass. Flamethrower. Uah, das ist quasi dann so ein Kegel, den ihr vor euren Mech casten könnt, in dem dann alle Schaden nehmen. Heulala. Das Lustige ist, die Gegner, wenn sie dadurch nicht sterben, das macht in der Regel so 6 Schaden oder so, paniken dann, also geraten in Panik und rennen dann erstmal weg. Es ist bei einigen Monstern später sehr cool, bei einigen Aliens. Und hat mir schon spaßige Stunden bereitet, zumindest. Das Ding ist, ja, so eine Art, wie sagt man das? Düsenangetriebene Faust. Die Faust fliegt nicht, aber sie ist quasi verstärkt, sodass euer Mech einfach mal einen richtig heftigen Schlag hinlegen kann. Wenn damit an Mann rangeht und dann das drückt, dann schleudert ihr quasi den Gegner erstmal ein paar Felder weit weg und meistens ist er dabei tot, weil dieser Schlag über 11 Schaden oder so macht. Ich mag ihn jetzt nicht unbedingt auf einem Wächter, was wir jetzt haben, auf einem Heavy. Deswegen werde ich den Flamethrower erstmal nehmen. Wie ihr sehen könnt, die können wir auch noch weiter upgraden. Aber haben wir im Moment kein Geld zu, beziehungsweise nicht die Forschung. Ja, nicht die Forschung haben wir dazu, ja. Wir sind noch so unwissend. So, Thin Man Autopsie. Was hat uns das gebracht? Muscle Fiber Density und eine Gas Grenade. I expected that would be a priority research task, Commander. Ja. I'll begin allocating resources to the project immediately. Ja, tu das. Some more room. Das ist für mich das Nervigste, wenn euer Stadtgebiet fast nur zugekleistert ist und ihr am Anfang immer erst ausgraben müsst, damit ihr überhaupt was bauen könnt. Wir haben momentan genug Geld, also mache ich das mal. Dann haben wir auch schneller Zugang zu den etwas tieferen Leveln. Ach, siehst du, Jalindex Labs kann ich ja auch schon drücken. Nice. So. Incoming Transmission. Incoming Transmission. We are
extremely impressed with the progress of the XCOM project thus far, Commander. Ah. Your recent results were beyond our expectations. And that is not a statement this council makes. Wirklich so viel, oder ist das... Ich frage mich jetzt, ob das der Brutto- oder der Nettowert ist. Remember, we will be watching. Können wir mal gucken. Es ist der Brutto-Wert. Es ist natürlich, dann immer so geregelt, ihr habt natürlich auch Betriebskosten, ne? Die Labore und ganzen Workshops wollen unterhalten werden, etc., etc. Aber ich dachte mal, da wird mir zumindest der Nettowert angezeigt. Oh, ist ein bisschen enttäuschend. Nein, ich möchte was Neues forschen. Nanofieber West. Ich möchte auch nicht in die Archives. Ich möchte was Neues starten. I've already put the new recruits to work in the lab. Experimental Warfare. Muhahaha. Ist lange keine Dingens mehr gekommen, wa? Lange keine Entführung. Sie bereiten irgendetwas vor. Irgendetwas. Warum kann ich keinen Satellite-Uplink bauen? Ah, not enough generators. Okay. Packen wir den noch einen hin. Ich würde sagen, dass wir dann hier die Containment, das Containment Field, also die Zelle hinstellen. There's not much we could do to stop them. I'm guessing they have something else in mind. Ja. Passt schon. The council is requesting your attention. Ah. Secure transmission coming in now. Okay. We are confident that you'll handle this matter with discretion. Edit unit. Yay, confirm. Automated Threats. Huh, auch nicht schlecht. Ich mach das. Defense ist immer gut. Vor allem so ein großes Vieh. Wenn er in seinem Suit ist, kann er nämlich keine Deckung suchen. Und... ja, mehr oder weniger... Hui! Muhahaha! Ihr kriegt 10 plus Wille in diesem Suit. Plus 8 HP und plus 10 Defense. Die Defense kriegt er eben dazu, weil er, wie gesagt, zu groß ist, um sich hinter irgendetwas zu verstecken. Und daher gezwungen ist, sich doch irgendwie zu verteidigen. Und das macht er dann eben über Defense oder wurde so geregelt, dass sie Defense bekommen. Oh Gott, ist der riesig. So, Support Sniper Assault. So. Machen wir es beim letzten Mal. Machen wir hier wieder eine Pause. Ich sehe euch beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da oder abonniert sogar unseren Channel. Es würde uns beide freuen, also mich und den Cyrus natürlich. Ja. Wenn ihr auch Vorschläge habt oder Feedback, lasst es uns bitte wissen. Wir wollen uns verbessern. Dort können wir nur, oder das können wir besser, wenn ihr uns sagt, was so verbesserungswürdig ist. Von daher wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit und verabschiede mich. Euer Stevie.